Nein! Test, Test, Test! Johnny Test! Zentropo-Action-Rucksack ist sensationell. Flammenhaare und er ist super schnell. Für seine Schwestern ist er ein Versuchskaninchen. Er lebt einen Tag aus dem Leben von Johnny Test. Er ist super und kann sprechen, er ist mutig und frei. Yuki trinkt Cappuccino und ist immer dabei. Seine Mom ist immer busy und sein Dad ist durchgeknallt. Er ist wild, zugemüllt, das ist Johnny Test. Na, noch etwas von der Fleischklops-Kasserolle? Nein, danke. Ich bin satt. Yuki will noch eine Portion. Dafür wirst du bezahlen, das sage ich dir. Mädels, wir haben euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Nachdem ihr mich und euren lieben Vater immer wieder angebettelt und verarbeitet habt, haben wir uns entschlossen, euch eure erste Teenie-Tanzparty zu erlauben. Mit Jungs. Ja! Girl. Schnell, wir müssen unser Labor herrichten. Aber das Licht bleibt den Abend über an. Wir brauchen ein Partythema. Wie wär's denn mit Cyberpunk, Ghetto-Style oder japanischem Bubblegum-Pop? Wir brauchen ganz dringend unseren Fero-Booster. Aber er ist doch noch im Versuchsstadium. Bei Mäusen funktioniert das Teil. Das ist der absolute Partykracher. Der Booster macht Mäuse super cool. Aber wir wissen auch nicht, wie Menschen darauf reagieren. Oder kleine Brüder. Johnny! So, und wenn du an meiner Stelle mit einer Schnecke tanzt, dann brauchst du einen super-duper Hammerspruch. Was ist das? Ein Satz, mit dem du ihnen Honig um den Mund schmierst, so wie, wenn du ein Popel wärst, dann wärst du meine erste Wahl. Abgefahren. Hey, das funktioniert immer. Wir beide werden die absoluten wilden Partymonster sein. Ach, apropos Party, Johnny. Wir können dich und Yuki leider nicht auf die Gästeliste setzen. Tut mir leid. Was? Aber ihr müsst uns einladen. Wir haben extra den Popo-Wacklo geübt. Yo, und wir stehen auf Partys. Yo, Popo! Vielleicht lässt sich da doch noch etwas machen. Das heißt, nur wenn du uns einen klitzekleinen wissenschaftlichen Gefallen tust. Alles klar. Aber ja. Das ist ein super cooler Fero-Booster. Der powert euer Pheromon-Level auf. Davon wird man so attraktiv, dass einem niemand widerstehen kann. Das Zeug brauchen wir nicht. Heißt das, ihr wollt nicht zur coolsten Party aller Zeiten kommen? Ihr wollt auf lecker Käsehäppchen und Tanzen verzichten? Und auf das hübscheste und beliebteste Mädchen deiner Schule, Janet Nelson Jr.? Jo, ich stehe auf Käsehäppchen. Ja, cool. Was für ein Gefühl. Alles klar. Auf welche Nebenwirkungen soll ich achten? Haarausfall, Zahnausfall, Poausfall? Du bist doch nur neidisch, weil Johnny so stark aussieht. Du bist wirklich unwiderstehlich, Johnny. Bitte vergiss nicht, diese speziell personalisierten digitalen Party-Einladungen morgen in der Schule zu übergeben. Besonders diese eine hier. Ja, Girl. Hey, seht doch mal, da ist Johnny! Johnny ist echt heiß! Er sollte seine eigene Fernsehserie bekommen! Johnny! Jo, Mann, du siehst ja vielleicht heiß aus. Warst du im Fitnessstudio oder in der Wanne? Ganz cool, Alter! Hey, komm doch heute Abend zur Superfete von meinen Schwestern! Das wird dir Spaß machen, das wird garantiert noch cooler, als ich es bin! Alles klar, wir sehen uns heute Abend, extra cooler Johnny! Hey,
Janet-Schneckchen, kommst du zur Party von meinen Schwestern heute Abend? Das kannst du vergessen. Ich komme auf gar keinen Fall... Ich komme natürlich liebend gern zur Party in deinem Haus, Johnny. Stark. Wir sehen uns dann um 7. Du kannst jetzt ohnmächtig werden. Oh, alles klar. Alle Partyeinladungen bestätigt. Komme auf jeden Fall. Mann, das klingt echt stark. Gil schreibt, ich werde da sein. Gil? In einer Stunde ist er in unserem Labor. Zeit für uns, den Ferobooster auszuprobieren, um noch cooler und attraktiver auszusehen als Johnny. Vielleicht müssen wir an dem Booster doch noch ein bisschen arbeiten. Na toll. Gil kommt in einer Stunde zu unserer Party und wir haben unsere Geheimwaffe verloren und... Oh, da ist ja auch noch Johnny. Oh, Johnny. Also seine Haare und seine Zähne sind ihm ausgefallen, aber die gute Nachricht ist, sein Hintern ist noch dran. Was habt ihr gemacht? Waren wir das? Wenn mich jemand so sieht, dann kann ich einpacken. Für immer. Sie werden mich zahnlose Minka nennen oder Stinkepups oder zahnlose Stinkepups-Minka. Du hast kahlköpfig vergessen. Kahlköpfige zahnlose Stinkepups-Minka. So wie ich aussehe, kann ich mich doch keinem zeigen. Los, jetzt mach doch was. Was denn? War das nichts? Warum habe ich ihm bloß die Atomschock-Spring-Sneakers gegeben? Na schön, dann werde ich mein Date mit dem zahnlosen Kahlkopf bekannt machen. Warte, ich krieg ihn wieder hin, zumindest zeitweilig. Ich habe doch dieses Mega-Schminkset von Tante Bernice zum Geburtstag bekommen. Gut, und nach der Party, wenn ich mit Gil getanzt habe und er endlich mein Freund ist, dann beschäftigen wir uns mit einem Gegenmittel. Wieso denn dein Freund? Entschuldige mal. Warum habe ich nur diese Falle? Ich glaube, du brauchst ein paar Haare. Oh ja, das wird eine heiße Party. Aber wenn das Licht auch nur eine Sekunde aus ist, dann ist die Party vorbei. Beeil dich, unsere Gäste sind da. Das war's, du siehst super aus. Wirklich? Yuki? Du siehst hammermäßig aus, Johnny. Die Mädels werden auf dich abfahren. Sieh zu, dass er mit niemandem zusammenkommt und du kriegst mehr davon. Hundchen stellt Jungchen in Eckchen. Hey, willkommen zu unserer Party! Na, dann wollen wir mal ein bisschen verrückt spielen und ausflippen. Ich glaube, das brauchst du gar nicht. Ich wollte dir noch ein paar von meinen super coolen Dance-Moves zeigen. Damit bist du der König des Abends. Ich zeig sie dir in der Ecke nach. Hey! Break it down! Hä? Wer hat die offen gelassen? Hört mal, ich wusste gar nicht, wie cool ihr zwei seid. Das ist ja eine echt starke Party. Hi, Gil. Was haltet ihr von einem kleinen Abstecher auf die Tanzfläche? Alles, was du willst, Gil. Janet Nelson Jr., wenn du ein großer Finger wärst, würde ich mit dir meinen schönsten Popel aus der Nase holen. Sprachlos, was? Und jetzt check mal meine Moves. Da wären wir, Ladies. Also... Ich störe ja nur ungern, aber ich muss jetzt gehen, weil euer kahlköpfiger Bruder mit seinem Pupsen die Luft verpestet. Oh, oh Mann, das hätte ich beinahe vergessen. Ich muss auch los, Sam. Ich muss mich übergeben. Ihr auch! Aber die Party hat gerade angefangen. Und Johnny hat sie beendet. Ich bin sicher, alle in der Schule werden ihn bald kahlköpfiger Stinkepups nennen. Und niemand wird jemals wieder zu euren Partys kommen. Niemals wieder. Alles klar. Tanz im Dunkeln! Ja, wenn das Licht aus ist, dann ist der Spaß am größten. Ich bin ja immer noch so hässlich. Hey, du hast doch gesagt, du willst ein Partymonster sein. Und genau das bist du jetzt. Du hast unsere Party ruiniert! Es gibt nur noch eine Sache, um die Party zu retten, bevor Dad mitkriegt, dass das Licht aus ist.
Ich hab's doch gewusst. Hab ich nicht gesagt, das Licht bleibt an? Mädels, Mädels! Du hast gesagt, es gibt ein Gegenmittel. Das ist ein Notfall-Pheromontransfer. Es stellt Johnnys Aussehen wieder her, aber es verunstaltet den Spender. Und wie finden wir jetzt einen Spender? Tja, es muss ein Verwandter sein. Macht sofort die Tür auf. Ich weiß, ihr habt das Licht ausgemacht, obwohl ich euch gesagt habe, das Licht bleibt an. Hallo, Dad. Das ist wirklich eine super starke Party. Danke, dass du uns erlaubt hast, diese Party zu feiern. Wir lieben dich. Aber naja, okay. Du siehst wirklich super aus, Johnny. Ganz ohne Frage. Finde ich auch. Vorhin sahst du irgendwie komisch aus, aber jetzt bist du das ganze Gegenteil. So gefällst du mir. Komm, wir tanzen. Hammerharte Party, Johnny. Das rockt. Starke Party! Hört mal, wenn ihr zwei Popel wärt, dann würde ich... Nee, lieber doch nicht. Das war doch nur ein Witz! Das extreme Ziel ist jetzt in extremer Sichtweite. Auf geht's! Hey, ich ergebe mich! Nehmt das Geld! Nehmt es euch! Danke, Kumpel! Und ab dafür! Hä? Extreme! Das ist ein Kind mit einer seltenen Körperbehaarung und kein Hund. Hey, wo ist die rote Brause? Mit roter Brause machst du eine steinstarke Sause. Alle Lieferungen wurden von extrem teuflischen Banditen entführt. Rote Brause ist überall ausverkauft. Ah, rote Brause! Jetzt sagen Sie bloß nicht, dass die käsigen Käse-Crunchies auch ausverkauft sind. Da kommt gerade die Lieferung. Ja! Ja! Tja, das war's dann wohl mit den Käse-Crunchies. Ah, keine käsigen Käse-Crunchies! Dieses Team von halbwüchsigen Halbstarken führt extreme Überfälle durch. Die Teenies sind extrem schwer zu fassen. Deshalb nennen wir sie... Das extreme Teenie-Team? Nein, aber das ist keine schlechte Idee. Und Sie wollen, dass wir Ihnen helfen, diese Extremisten zur Strecke zu bringen? Eigentlich wollten wir uns ein paar von euren coolen Fahrzeugen pumpen. Wir wissen nicht mehr, womit wir sie jagen sollen. Wenn ihr uns helft, dann gehören die beiden Tickets für das Kreischow-Konzert heute Abend euch. Die Kreischows? Das ist unsere Lieblingsband, die heißeste Rockband der Welt. Ja, genau die. Wir nehmen die blitzenden Powerscooter. Okay, dann nehmen wir das supercoole sportliche Spion-Cabrio-Dingens. Ja, ja. So sportlich. Ja, nein, so geht das nicht. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, diese Extrem-Teenies einzufangen. Aber wen? Jemand hat die gesamte rote Brause und die käsigen Käse-Crunchies geklaut. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese Extremschufte aufzuhalten, die uns unsere Lieblingslimo und unsere Snacks klauen. Was ist? Gar nicht schlecht. Jetzt schnappen wir uns diese Extrem-Teenies und holen uns unser Lieblings-Junkfood zurück. Hey, wozu ist denn dieser Knopf da? Tja, das war die Antwort auf meine Frage. Johnny, das extreme Teenie-Team hat den gesamten Zuckervorrat von Pork Belly entführt. Extrem! Im Namen allen Junkfoods und klebriger Süßigkeiten, wir werden sie aufhalten! Wir haben jetzt das extreme Teenie-Team in Sichtweite. Drück den Knopf, auf dem Greifklaue steht. Der hat eine Greifpower von 800 Tonnen. Das müsste den Truck und das extreme Teenie-Team aufhalten. Alles klar, aber zuerst drücke ich mal den Knopf, auf dem coole Action-Musik steht.
ja, das haut rein. Johnny, das extreme Teenie-Team vor uns ist auf Kollisionskurs mit einem Bus voller fröhlicher Rentner. Keine Sorge, wenn die Ampel rot ist, dann muss das extreme Teenie-Team anhalten. Stimmt's? Wir sind farbenblind und halten niemals an. Oh nein, wir müssen den Bus anhalten. Aber was ist mit unserer Lieblingsbrause und den Käse-Crunchies und dem Zucker? Juhu! Na schön, retten wir die alten Leute. Und was hast du jetzt für einen Plan? Extrem! Der extreme Junge in dem extrem kleinen Auto hat uns gerettet, extrem! Wir haben das extreme Teenie-Team geschnappt, aber sie sind jünger als wir dachten und einer von denen ist tierisch behaart. Ihr zwei macht eine kleine Reise in den Sunpoc Valley Hochsicherheitstrakt. Die Suppe habt ihr euch selber eingebrockt. Dort wird euch die volle Härte des Gesetzes treffen, auch wenn ihr minderjährig seid. Was? Aber wir sind nicht das extreme Teenie-Team. Er hat recht. Das sind die Guten. Nationale Sicherheit und so weiter. Macht weiter und holt euch einen Kaffee. Wir müssen das extreme Teenie-Team aufhalten, bevor ihre extremen Raubüberfälle noch mehr Menschen in Gefahr bringen. Und wir wollen doch nicht das Kreischow-Konzert verpassen. Tut mir leid, der Kreischow-Tourbus wurde gerade entführt. Das war's. Was macht dieser Knopf da? Was machen diese extremen Idioten mit roter Brause, Käse-Crunchies, 8 Tonnen Zucker und den Kreischows? Vielleicht wollen sie sowas wie eine extrem abgedrehte Suppe kochen. Oder sie wollen eine super coole Party feiern. Check den Polizeiscanner nach ungewöhnlichen Geräuschen in Pork Belly. Hey, und wofür ist dieser Knopf da? Oh, das war ein Ich-mach-dich-schöner-Knopf. Oh, ich will auch einen probieren. Oh, Mann, die haben ja hier so gut wie alles. Es kamen 5 Meldungen über Lärmbelästigungen in dieser Region. Dukey, ich glaube, wir krachen demnächst in eine extrem private Party. Aber nicht vergessen, falls ihr die Burschen schnappt, geht das auf unser Konto. Rock'n'Roll! Ja, rock das Haus! Okay, können wir jetzt einen Abflug machen? Wir haben heute Abend noch ein Megakonzert. Nö. Nee. Niemand unterbricht unsere extreme Party, bis auf den Extremen, ja! Extremes Teenie-Team, eure Snack-Klauerei und Rockband-Entführung ist jetzt endgültig vorbei. Ich glaube, wir sollten uns jetzt verziehen! Auf sie! Wir brauchen was zum Knabbern. Verbrecherjagd geht durch den Magen. Los, drück den 70er-Jahre-Musikknopf. Team Teenies zu jagen macht Riesenspaß. Aber leider kriegen wir sie nicht. Die sind zu schnell für uns. Mit roter Brause eine Supersause? Tja, wenn wir die Typen nicht fangen können, dann stellen wir ihnen eben einfach eine extreme Falle. Okay, jetzt sag mir, wie wir da hochkommen. Nicht wir, du. Nicht Gefängnis, sondern Extremcenter. Diese Typen wollen was Extremes schön. Dann kriegen sie was Extremes. Extrem! Wahnsinn, das ist ja sowas von extrem. Wie kommen die da rein? Alles, was ihr braucht, sind die geheimen Passwörter. Und wie lauten die? Wir sind das extreme Teenie-Team. Wir sind die, die das ganze Knabberzeug geklaut und die Kreischos entführt haben. Ja! Wir sind das extreme Teenie-Team und wir haben all das gemacht, was der Junge da gerade gesagt hat. Extrem!
Danke, dass ihr uns geholfen habt, das extreme Teenie-Team dingfest zu machen. Jetzt ist Pork Belly endlich wieder sicher und wir werden dafür belobigt. Tut mir leid, wir wissen nur nicht, wo die rote Brause oder die käsigen Käse-Crunchies sind, geschweige denn die Cryshows. Ach, sowas Blödes auch. Wir schwören Ihnen, wenn wir irgendwas davon mitkriegen, geben wir Ihnen auf der Stelle Bescheid. Dafür, dass ihr uns den Hintern gerettet habt, gibt's hier einen super Song für Susan, Mary, Johnny und den Schlappohrenjungen mit der starken Körperbehaarung. 1, 2, 3!